So, ich zeige euch mal was. Radakon, Schermakon, kennen wir alle, ne? Das ist hier. Da ist Radakon, Schermakon. Das ist eine Hälfte vom Govardhan. Hier ist Govardhan City. So, das ist ungefähr die Hälfte. Und jetzt drehen wir das nochmal um. Dann haben wir die andere Hälfte vom Govardhan. Und das umkreist man. Und da gibt es endlos viele Plätze, die man sozusagen besuchen kann. Und da gibt es endlos viel zu erfahren über Krishna selbst, über seine Spiele und Plätze, wo man drüber meditieren kann. Und wo es wieder Bestätigung gibt, dass Krishna wirklich da war. Es gibt immer noch Leute, die sagen, Krishna war nur eine Person. Aber all diese Plätze, wo Krishna gewisse Sachen praktiziert hat oder vollführt hat, wie den Govardhan hochzuheben, so, das ist nicht einfach nur ein Märchen oder eine Mythe. Nein, der Govardhan ist live da. Und ihr könnt bei ihm Zuflucht suchen. Und ihr könnt auch bei diesen anderen Plätzen Zuflucht suchen. Und live das sehen. Diese Plätze sind real. Aber wenn man da ist, merkt man, du bist zwar hier in der materiellen Welt, aber da ist ein spiritueller Raum. Und dieser spirituelle Raum gibt uns Zuflucht. Und dann können wir einen kleinen Eintauch machen in dieses wirkliche Bewusstsein, was die Menschen da haben. Und die Menschen, die da leben, sind total gesegnet. Und wir, wenn wir dahin pilgern, sind auch total gesegnet. Und Prabhupada hat auch gesagt, zum Schluss, da jetzt gerade ist schwierig und wir müssen alle warten, wenn wir überhaupt mal wieder hier unser Land verlassen dürfen, wir es überhaupt nur verlassen dürfen, werden wir sehen. Aber eigentlich sollte jeder Devoti einmal im Jahr in den Heiligen Dham fahren. Warum? Um sich spirituell aufzuladen. Und dann sollten wir alle wieder in unsere jeweiligen Länder zurück und sollten da predigen, sollten das weitergeben und sollten gucken, dass alle Menschen auch dahin fahren. Aber bevor sie dahin fahren, sollten sie auch erstmal ein bisschen was wissen darüber. Also wir sollten sie mit Bhakti Yoga und sollten sie mit Krishna verbinden. So, das ist unsere Aufgabe. Das kommt vom Prabhupada. Einmal im Jahr oder regelmäßig sollten wir diese Plätze besuchen, um unser Krishna-Bewusstsein zu stärken, um zu verstehen, dass es diese Plätze wirklich gibt, dass Krishna wirklich da war. Und der Govardhan ist einer der schönsten Plätze, die es gibt. Und heutzutage, wer kennt den Govardhan? Klar, die Vaishnavas kennen den Govardhan. Die Einwohner von Vrindavan kennen den Govardhan. Aber nicht mal in Indien. Viele Menschen kennen nicht mal den Govardhan. Außerhalb von Indien, niemand kennt den Govardhan. Das ist sehr schade. Weil wenn man den Govardhan kennt, wenn man diese Geschichte kennt, dann will man diesen Ort besuchen. Und jeder kann von uns diesen Ort besuchen. Und ich selber auch, weil die letzten Jahre, wenn ich in Vrindavan war, ich bin immer zum Govardhan gegangen. Ich habe da Parigam gemacht. Und das ist sehr glücksweise. Man sagt, dass wenn man Govardhan umkreist, wenn man ihn verehrt, so wie Krishna mit seinem ganzen Gefolge damals vor 5000 Jahren nach der Govardhan-Puja das gemacht haben und wir das heutzutage auch machen, dann kann man sich etwas wünschen. Und gibt Govardhan eine Segnung für diesen Devoten. Also wenn wir zum Govardhan gehen oder ihn verehren oder ihn umkreisen, oder heute auch hier, wir haben Govardhan hier, wenn wir darüber meditieren, so ich möchte dich jetzt umkreisen, dann können wir uns da was wünschen. Und Krishna wird diese Sachen erfüllen. Das ist die Kraft von Krishna. Lord Chaitanya besucht hat diese Orte. Oder auch die Orte, wo Krishna selbst seine Spiele vollführt hat, kann man besuchen. Man kann das nicht nur lesen, man kann das sehen. Man kann, wenn man den Govardhan umkreist, überhaupt den Govardhan sieht, das ist schon so glücksverheißend. Das ist eine spirituelle Atmosphäre, wenn man sich im Govardhan befindet. Und deswegen muss man diesen Govardhan, muss man ihn verehren. Und wenn man ihn umkreist, sind wir wieder an diesem Punkt, dass man sich dann von ihm etwas wünschen kann. Und genauso, das würde ich euch heute auch mitgeben, dass wenn wir heute über Govardhan meditieren, lasst uns etwas wünschen. Nicht etwas Selbstisches oder etwas Egoistisches oder etwas zum Schaden von anderen oder der Menschheit, sondern etwas, das wir spirituell Nutzen davon haben. Und Govardhan ist so barmherzig, dass er das erfüllen wird. Und das ist das, was ich heute ein bisschen, ja, versucht habe, mit diesen Texten hier sozusagen das zu inspirieren. Dass Lord Chaitanya selbst Govardhan verehrt hat, Govardhan umkreist hat, dass Krishna selbst auf Govardhan gespielt hat, seine Lilas vollführt hat. Und wie wir gehört haben, dass Govardhan selbst eigentlich aus Goloka Vrindavan kommt und in der spirituellen Welt ist. Und wenn wir jemals, was ja eigentlich unser Ziel sein sollte, hier wieder raus uns befreien und auch nach Goloka Vrindavan gelangen können,
Weil das ist das, was Prabhupada uns versprochen hat. Wir können nach Goloka Vrindavan zurückgehen. Was werden wir da sehen? Den Govardhan. So. Und das ist so schön, dass wir hier etwas haben auf dieser Welt, in Indien. So. Dass wir besuchen können, was eigentlich der Raum von Krishna selbst ist. So. Das ist ganz speziell. Und deswegen auch hier. Warum baden wir Steine? Jeder würde sagen, warum badet ihr Steine? Ist doch nur ein Stein. Aber wenn ich weiß, wenn ich diese Geschichte kenne, wenn ich das Lila kenne, wenn ich verstehe, dass Krishna diesen Berg hochgehoben hat oder dass, dass nach dieser Govardhan-Puja Krishna oder Govardhan sich in dieser persönlichen Form gezeigt hat, ist es für uns als Devotis verehrenswert. Und wir wissen, dass dieser Berg Gott selbst ist, Krishna selbst ist. Und deswegen sind diese Steine vom Govardhan, wie wir hier diese Steine hatten, sind keine Steine, das sind Chilas. Das sind verehrenswerte Gegenstände. Nicht verschieden von einem Deity. Wenn nicht sogar noch heiliger als ein Deity. Weil in einem Deity muss ich Krishna erst einladen. Muss ihn verehren, muss ihn installieren, muss wirklich etwas dafür machen, dass Krishna da drin eingeht. Aber Govardhan-Chila, da ist Krishna hundertprozentig gegenwärtig drin. Und weil er da drin ist, hat er auch einen hohen Anspruch der Verehrung. Man muss zum Beispiel seinen Govardhan-Chila, wie wir heute gesehen haben, baden. Man muss ihn anziehen, man muss ihn waschen, man muss ihn bemalen. Und das macht man nicht so, wie man lustig ist irgendwie, wenn man einen Govardhan-Chila hat, oder überhaupt einen Chila, wenn man weiß, dass Krishna selbst hat eine große Verantwortung. Und deswegen ist es auch nur für Brahmanas, für zweiteingeweihte Devotis, weil sie diesen Govardhan-Chila oder diesen Chila jeden Tag verehren. Jeden Tag wird dieser Chila gebadet, angemalt. Für ihn wird etwas zu essen dargebracht, eine Puja dargebracht. Und das ist eine hohe Verantwortung. Eine hohe Verantwortung. So. Deswegen können wir sehr glücklich sein, dass heute Gedi Govardhan hier erschienen ist, in dieser Form dieser Shilas, und uns seine Blessings gibt. Und heute an diesem speziellen Tag weltweit gibt Gedi Govardhan an alle seine Devotis diese Blessings. Und wartet eigentlich nur darauf, unsere Wünsche entgegenzunehmen und diese Wünsche zu erfüllen. Das ist die Kraft von Govardhan. Und eines Tages werdet ihr alle da mal hinpilgern und werdet Govardhan eins zu eins sehen, werdet live sehen. Und was hat Lord Chaitanya gemacht? War auch sehr nice. Als er das erste Mal Govardhan gesehen hat. Er ist zu einem riesigen Govardhan-Stein gegangen und hat ihn umarmt. Den umarmt. Als wäre sein bester Freund. Und genau das ist die Mut. Das ist die Gemütsstimmung, die wir auch annehmen sollten. So. Und deswegen, Vijay Gauranga Donitai, würden nie auf den Govardhan gehen, aber der Govardhan ist auf ihrem Altar erschienen, ist drumherum. So. Das ist sehr nice, das ist eine sehr schöne Meditation. So. Sehr, sehr nice. Und dann später lernen wir auch, wenn wir das Leben von Lord Chaitanya studieren, hat er auch gewissen gottgeweihten Govardhan-Chilas persönlich geschenkt. Er hat gesagt, hier, verehrt ihn. So. Da gibt es einen Govardhan-Chila, der sehr speziell ist, im Radha Gokulananda-Tempel. Den kann man sehen auf dem Altar. Das ist ein ganz kleiner Chila, ganz klein. Und auf diesem Chila ist der Daumenabdruck von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Und der wird heute noch da verehrt. So. Und wenn wir uns persönlich mal an Govardhan bewegen, können wir diese ganzen Orte, die Krishna oder die Lord Chaitanya besucht hat, die Krishna besucht, können wir selber sehen. Und es gibt sogar Stellen am Govardhan, Chilas auch. Da gibt es einen Chila zum Beispiel, da stand Krishna drauf. Und hat Flöte gespielt und dieser Chila war so in Ekstase, ist geschmolzen und wir haben einen Fußabdruck von Krishna da auf diesem Chila. Und jeder kann da hingehen. Jeder kann Darshan nehmen von Krishnas Lotus, Fußabdruck. So. Dann gibt es auch Chilas, wo Radharanis Füße drin sind. So. Oder diese ganzen Kunst. Warum ist Lord Chaitanya zu diesen gewissen Kunst gegangen? Weil er wusste, dass bei diesen speziellen Kunst oder bei diesen heiligen Seen spezielle Lilas vollführt wurden. Und er hat darüber meditiert und hat sich dadurch, dass er da ein Bad genommen hat, hat er sich diese Segnung abgeholt. Die ist gratis da für alle. Wenn wir am Govardhan sind, können wir dann so viele Kunst baden und können so viele Darshans nehmen. Das sind alles Segnungen, die uns erhöhen im Krishna-Bewusstsein und uns wieder aufladen, sozusagen. Und das müssen wir annehmen. So. Und wenn man das macht, diesen Parigram, das kann man schnell machen, dann läuft man einfach mal schnell rum. Das dauert dann so 5-6 Stunden oder 7 Stunden, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt anfängst, an allen Stellen stehen zu bleiben,
dauert das bestimmt einen Monat, keine Ahnung. Und dann gibt es verschiedene Arten des Parigams. Du kannst einfach mal schnell rumlaufen und dabei chanten und dich einfach nur auf den Govardhan fixieren. Ich habe einmal mit ein paar Devotees haben wir eine Runde gemacht oder mehrere Runden gemacht. Da haben wir gesagt, können wir laufen nun, straight. 5 Stunden. 5 Stunden. Kann man schaffen. Aber wenn du ganz gemütlich bist und alles anguckst und dann noch einen Darshan nimmst, dann kann das gerne mal 10 Stunden dauern. Und dann gibt es Devotees, ihr mögt es nicht glauben, die machen Dandavat-Parigram um den Govardhan. Ganze Familie, immer ein Dandavat, dann wieder ein Dandavat, noch ein Dandavat, noch ein Dandavat. Alleine oder die ganze Familie, erst der Mann, dann die Frau, dann das Kind, dann der Mann, Frau, das Kind. Und das dauert dann natürlich auch seine Zeit. Und dann gibt es die Hardcore-Variante, die richtig harten, sage ich mal, also die richtigen Sadhus, die siehst du, die machen dann ein Parigramm und vor ihnen ist ein Steinberg mit 108 Steinen. Oder die haben eine riesen Maler. Und dann machen die ein Dandavat, noch ein Dandavat, noch ein Dandavat, 108 Mal und dann machen sie da weiter, wo sie mit den Händen berührt haben. Und dann geht das so weiter, 108 Mal. Und sie kommen immer nur eine Dandavat-Breite voraus. So. Wenn man das sieht, die Hingabe sieht dieser Devotis, unglaublich. Letztes Mal, wo ich in Vrindavan war, habe ich mit einem Devoti gesprochen, auch ein westlicher Devoti. Und die haben jetzt nicht diesen, die haben den normalen Dandavat-Parigram gemacht. Also immer ein Dandavat, weiter. Eine Woche hat er gebraucht. Eine Woche. Und immer an dem Ort, wo Nacht war, wo sie stehen geblieben sind, kamen die Einheimischen und haben gesagt, hier komm, Prabhu, kannst bei uns schlafen, machst was essen. Also die ganzen Einheimischen um den Govardhan herum, die kümmern sich um die Devotis, die da diesen Parigram machen. Das ist ganz speziell. Ganz, ganz speziell. Das merkt man, wenn man da ist, eine ganz spezielle Stimmung. Und da sind so viele Ecken, die so wirklich an das alte Vrindavan erinnern, wo wirklich nur reine Natur ist. Du hast kein Auto, du hast einfach nur Sandboden, schöne Natur, die Affen, die Kühe, die Papageien. Und es ist total peaceful. Es ist total peaceful. Und dann der Govardhan. Und du denkst dir so, wow. Und das ist genau wie hier diese kleinen Shilas, gibt es da Riesen-Shilas, ganz große Shilas und viele heilige Plätze, die man besuchen kann und besuchen sollte. Und es ist schön, darüber zu meditieren. Und nicht nur heute, zumindest heute, weil eigentlich kann man jeden Tag über den Govardhan meditieren. Aber das überlasse ich euch, wie oft ihr an den Govardhan denkt. Giri Govardhan ki jai.